Herzlich willkommen in dieser neuen Folge der Entwickler-Patches-Tutorial-Reihe Spieleentwicklung mit Unity. Jetzt sind wir schon bei Folge 21, wenn ich mich nicht total irre. Und wir sind so weit, dass wir eigentlich schon fast sagen können, das Spiel ist fertig. Es geht eigentlich noch ums Feintuning, wenn man so sieht. Na, wir haben jetzt in der letzten Folge gerade einen Neustartknopf gemacht. Und wenn ich den mal auslöse, dann sieht das so aus. Na, man sieht ja, wer gerade gewonnen hat, das kann man schon ziemlich gut erkennen. Und man hat hier unten so ein dämlich aussehendes Schildchen, wo ein Neustart-Pfeil drauf ist. Klickt man hier rauf, wird ein neues Spielfeld geladen. Was nun fehlt, ist eine Box in der Ecke oder so, die ihm anzeigt, welcher Spieler gerade dran ist. Das wollen wir in dieser Folge machen. Ich habe hier schon was dafür vorbereitet, und zwar zwei PNG-Grafiken, die die Bilder der beiden Spielfiguren, sage ich mal, enthalten. Diese Bilder könnt ihr ganz einfach selbst machen. Ich weiß nicht, ob ich die zur Verfügung stellen werde. Wenn das Spiel fertig ist, werde ich sowieso das gesamte Package da zur Verfügung stellen. Allerdings, also das Projekt. Vorher weiß ich nicht, ob sich das lohnt, wirklich zwei Bilder. Das Neustart-Bild gilt das gleiche. Ich habe gesagt, letztes Mal, dass ich zur Verfügung stellen werde, aber ich glaube, das lohnt sich fast gar nicht. Viele Bilder könnt ihr selbst machen, ohne Probleme. Beim Neustart ist nur die Sache halt, dass es transparent ist. Das geht nicht mehr mit Paint, aber mit Photoshop oder so ein Kram. Das geht schon ziemlich einfach. Oder mit GIMP. Diese Bilder könnt ihr euch ziemlich einfach selbst machen, indem ihr einfach eine neue Szene erstellt. Das heißt, File, New Scene. Dort zieht ihr eure Objekte, die ich euch damals gegeben habe, rein. Wo ist die Kamera? Ja. Setze ich erstmal in Position 000. Da ist die Kamera. Ich glaube, wir brauchen noch ein Licht. Kann man direktionales Licht benutzen. Ich ändere jetzt hier auch gar nicht erstmal die Einstellung. Erstmal machen wir die Positionierung. 0, 0. Dann ziehe ich das ein bisschen weiter zurück. Dann drehe ich das Ganze ein wenig, wie das gut aussehen könnte. Vielleicht. Na, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Ich setze es mal kurz zurück. Na. Vielleicht, wenn man es einfach, vielleicht reicht es sogar, es einfach so zu drehen. Ja. Pff. Dann kann man die Kamera noch ein bisschen höher setzen. Und so runterblicken lassen. So, das sieht auch relativ nett aus. Hier könnt ihr die Hintergrundfarbe dann regeln. Irgendwie so ein Grauton. Vielleicht nicht komplett weiß, aber auch nicht komplett grau. Sowas vielleicht. Und dann startet ihr das, nehmt euch irgendein Programm, mit dem man einen Screenshot machen kann. Zum Beispiel, ja, unter Windows nimmt ihr zum Beispiel das Snipping Tool oder ganz normal dieses Bildschirmfoto. Unter Mac nimmt, geht ihr in Spotlight rein und sucht nach Bildschirmfoto oder geht unter Anwendungen, also Programme, und sucht dort im Dienstprogramme-Verzeichnis nach dem Programm Bildschirmfoto. Das hat auch die Möglichkeit, Bildschirmbereiche zu fotografieren. Das macht ihr. Und dann nehmt euch ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm. Ich beende hier kurz mal die Szene. Ich öffne mal unsere normale Szene wieder. Die Szene braucht ihr gar nicht jetzt zu speichern. Da setzt ihr einfach nur später das X rein. Und dann müsst ihr halt nur sehen, dass das Ganze ordentlich skaliert auf eine quadratische Größe. Also 256 mal 256 habe ich jetzt hier genommen. Irgendwas, was halt ziemlich gut passt. Also quadratisch soll es auf jeden Fall schon sein. Würde ich zumindest empfehlen. Und ja, das... Diese Bearbeitung könnt ihr ganz einfach zum Beispiel mit Paint machen, auch unter Windows. Da müsst ihr halt sehen, dass ihr den richtigen Fensterbereich auswählt gleich und das entsprechend ausschneidet. Unter Mac OS X gibt es ganz viele Programme. Ich würde euch fast schon sagen, das einfachste wäre vermutlich GIMP. Oder, ja, es gibt noch ganz viele Programme. Also die Liste ist riesenlang. Ich habe das hier ein bisschen anders gemacht. Wir sehen, ich habe ja auch noch so einen Farbverlauf hinten drin. Das habe ich gemacht, indem ich das Ganze mit Photoshop gemacht habe, denn Photoshop bietet die Möglichkeit, .obi-Dateien zu öffnen. Ich weiß nicht, ob GIMP das kann. Ich kann mir aber ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass GIMP das nicht kann, weil ich meine, fast alles, was Photoshop kann, kann auch GIMP. Also müsst ihr einfach versuchen, mal so eine .obi-Datei zu öffnen, die ich euch gegeben habe. Und vielleicht geht das ja auch mit GIMP. Ansonsten, mit Photoshop habe ich das halt so gemacht, dass ich das erstmal alles ausgerechnet habe. Dann habe ich den Verlauf gezogen auf einer neuen Ebene und das gespeichert. So einfach geht das.
Das, ich denke, das kriegt jeder hin, und wenn nicht, nimmt irgendwie mit Faint und malt ein blaues Kreuz dahin. Das kriegt jeder hin, auch unter Mac OS X. Da gibt es Programme zum Malen haufenweise, die kostenlos sind. Malt einfach ein simples X oder einen roten Kreis, muss ja nicht dreidimensional sein, und wartet darauf, dass ich das Spiel komplett rausbringe. Dann könnt ihr die neueren Grafik nehmen oder seid zufrieden mit dem, was ihr gezaubert habt. Da gibt es haufenweise Möglichkeiten. Oder wenn ihr jemanden habt, der gut mit Grafik oder 3D-Programmen klarkommt, fragt den. Man kann das Ganze natürlich auch gleich zum Beispiel in Blender oder so importieren, die .obi-Dateien, und das darüber machen. Ich habe hier gerade eine neue Nachricht bekommen. Mal kurz gucken. Warte mal bitte. Okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Eigentlich ist das nichts anderes, als wir schon vorher gemacht haben mit unserem Neustartknopf. Wir brauchen einen Würfel, den wir vor der Kamera platzieren, damit er sich mitdreht. Dazu erstelle ich wieder einen neuen Cube. Letztes Mal haben wir natürlich eine Plane gemacht, das machen wir dieses Mal am besten auch. Und dann, oh Gott, die ist ja wieder mal so ganz gigantisch geworden. Die müssen wir natürlich nochmal ausrichten. Das heißt, an die Position 0, 0, 0. Liegt sie schon auf der Kamera? Tut sie nicht. Machen wir jetzt mal fertig. Dann müssen wir mal sehen, dass wir. Ach, da ist er noch auf minus 1 gesetzt. So, jetzt ist es richtig positioniert. Nun können wir das Ganze noch ein bisschen wegziehen von der Kamera. Drehen das Ganze auf der X-Achse. Nein, stopp, wir machen erstmal das Material fertig. Und zwar ein Create Material X. Anzeige nenne ich das mal. Ich habe mich natürlich da falsch geschrieben. Bearbeite ich schnell. So. Hier ziehe ich meine Textur rauf oder öffne sie hier drin. Und das ganze Ding ziehe ich jetzt hier rein. So, hier brauchen wir keinen speziellen Shader zu wählen. Dann nehmen wir einfach das normale. Und dann rotieren wir das Ganze jetzt. 90 Grad ist natürlich wieder falsch. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Letztes Mal habe ich erstmal die 180 hier gedreht und dann 90. Dann haben wir es ganz einfach geschafft. Welche Skalierung habe ich hier genommen? 0,25 machen wir hier auch. War eine ordentliche Größe. 0,25. War das wirklich die Größe von unserem? Never. Ich bin gerade verwirrt, warum ist das Ding hier eigentlich größer? Das ist doch. Wo ist denn der? Ich muss den mal kurz anschalten. Wieso ist er jetzt viel kleiner? Das ist doch auch nur eine Plane. Plane, Mesh-Renderer. Ach so, weil es ja 0,025 war. Okay, gut. Das war Fail, aber das ist kein Problem. Das machen wir mal so. Jetzt ist es genauso groß wie unser Neustartknopf. Welche? Der steht auf Z1. Den schalte ich wieder aus. Gehe auf unsere Plane zurück. Und nennen die Anzeiger, ohne jetzt hier ein X davor zu setzen, weil die soll beide Grafiken aufnehmen, sag ich mal. Dann setze ich die Position nochmal schnell zurück auf 0, 0, 0. Ne, Z setze ich auf 1. Dann starten wir das Ganze mal. So, das Praktischste wäre jetzt wahrscheinlich, wenn das rechts oder so läge. Oder oben. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, das Ding können wir sogar noch ein bisschen kleiner machen. Nehmen wir einfach mal hier hinten die 5 weg. Na. Genau. Und dann müssen wir sehen, dass wir es irgendwie ordentlich platzieren. Ich würde sagen, wir ziehen es ganz einfach nach oben.
Mal sehen, weil das hier zu wahrscheinlich zu viel, viel zu viel. Und dann nach rechts. Ne, ich glaube, das ist zu weit. Mal sehen. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Da müssen wir noch eine Kleinigkeit überprüfen. Auf welcher Ebene liegt das ganze Ding jetzt? Der ist irgendwie dichter dran. Naja, ich denke nicht über weiter nach. So sieht das eigentlich schon ganz gut aus. In diesem Fall brauchen wir übrigens auch keinen Mesh Collider. Den können wir entfernen. Dann testen wir das ganz normal, wie das aussieht mit dem Platz. Also hier, die Position ist eigentlich ganz gut. Jetzt testen wir nur die Verhältnisse. Hier kann man es noch sehen. Hier kann man es auch sehen. Hier auch. Hier auch. Da auch. Hier ist auch ganz wichtig. Ja, gut, hier wird es jetzt abgeschnitten, aber mal wirklich, wer so ein Monitor. Wir können das Ganze natürlich trotzdem noch ausrichten, das ist kein Problem. Das Einfachste wäre zugegeben wirklich, wenn wir einfach das normale GUI-System von Unity nutzen würden. Aber das will ich, wie gesagt, nicht. Wir könnten auch sogenannte GUI-Textures hier benutzen. Diese Dinger. Na, das war jetzt schlau. Ich setze einfach mal davon einen rein. Das sind solche Teile, die schweben immer auf dem Monitor. Das wäre das Klügste für alle, die das kennen. Aber ich mache das aus dem Grund nicht, weil ich, wie gesagt, vom GUI-System fernhalten möchte. Noch. Und darum gehen wir auch zurück zu unserer Anzeige. Ziehen Sie noch ein bisschen weiter nach da und nach da. Das war ja wahrscheinlich schon zu weit, oder? Nö, geht eigentlich. Ne, wenn ihr wollt, könnt ihr es noch immer verbessern. Ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen gewollt, das als GUI Texture zu machen. Ich mache das als GUI Texture, weil das GUI Texture hat wenig mit dem normalen GUI-System zu machen. Eigentlich wollte ich es machen wie beim Neustart-Knopf. Ich habe mich gerade zu anders entschlossen, weil ich irgendwie keinen Sinn darin sehe, das so zu machen, weil GUI Texture ist ganz gleich zu erklären. Wir gehen hier auf Create, GUI Texture. Ziehen das in unsere, ja, ich kann es überall hinziehen. Wir können das auch in unser Spielfeld reinziehen. Dann haben wir hier so ein einzelnes Komponent drin, das heißt einfach GUI Texture. Und da können wir unsere Textur auswählen. Dann nehmen wir jetzt unseren Hintergrund. Das heißt, wir können auch unser Material nochmal löschen. Entschuldigung für diese spontane Änderung. Aber ich finde es doch irgendwie besser, wenn ich das so mache. Ich, das so. Jetzt haben wir hier einen ziemlich schlecht positionierten, nervigen Punkt. Den können wir jetzt noch besser ausrichten. Wir erstmal setzen das Ding auf 0 zurück. Die Breite war normalerweise auf dieser hier. Huch, da fehlt noch eine 2. Das ist ja die Standardgröße, sag ich mal. Die ist aber auf jeden Fall zu groß. Wir können die auf die Hälfte runtergehen, auf 128 mal 128. Das ist die exakte Hälfte. Das sieht schon ziemlich passend aus. Und dann können wir hier zum Beispiel auch noch einen Rand reinsetzen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Aber jetzt können wir zum Beispiel hier bei so einen Zweierrand reinsetzen. Das macht nur wenig Sinn, finde ich. Wir setzen hier auf 0. Das wäre jetzt sogar noch einfacher mit dem anderen, was ich eben euch erzählt habe. Wir können jetzt trotzdem aber problemlos hierüber das Ding ordentlich ausrichten. Ich überlege gerade noch, ob wir es wirklich seitlich ausrichten wollen oder einfach nur nicht nach oben ziehen. An diese Position. Oh! Ich kopiere schnell das Element, weil ich immer noch im Spielmodus drin bin. Und dann setze ich hier die Werte ein. Paste Component Values. So. Und ich denke, das ist so ganz in Ordnung. Es ist noch ein bisschen verrutscht. Das liegt daran, weil das Ding an der linken unteren Ecke ausgerichtet wird. Um das zu beheben, setzen wir einfach bei den Inset minus 64 rein. Dann dürfte das richtig sein.
Okay, wir können das noch ein bisschen höher platzieren, fand ich gerade. 220 nehme ich hier mal. So. Sieht leider ein bisschen nervig aus. Man könnte jetzt hier noch einen Rahmen reinmachen. Es gibt viele Techniken, aber die gehen, will ich jetzt nicht alle vorgreifen. Ich hoffe, das versteht ihr. Ihr könnt später noch das immer noch verändern. Wir machen jetzt hier die, ich sag mal, einfachst mögliche Funktion. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das wirklich machen soll. Ist nicht leicht, die Frage hier. Aber gut, wir hören jetzt auf mit diesen Kleinigkeiten. Das Verschieben könnt ihr auch jeder selbst machen. Wir machen jetzt erstmal uns einen Code zu schaffen. Und zwar, ich nenne das Objekt mal oben in Anzeige. Anzeige. Muss dieses Teil immer erfahren, welche Werte gerade vorhanden sind. Dazu ziehen wir jetzt unser Spielfeld rein. Klicken hier nochmal schnell auf Apply, damit das dann zugeordnet wird. Machen hier einen Unterstrich vor, damit das wirklich das oberste Objekt ist. So, jetzt ist Anzeige immer das oberste Objekt in unserem Prefab drin. Und wir können anfangen. Die Anzeige so zu verändern, dass. Ich wollte noch eine Kleinigkeit testen, fällt mir gerade ein. Oh, ich hoffe, das geht. Mit dem Skripten, genau. Wir machen das Ganze im Spielfeldskript, würde ich sagen, weil das ja schon irgendwie das zentrale Ding für das Spielfeld ist. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ich bin doch noch so durcheinander wie beim letzten Mal, das kann doch nicht wahr sein. Wir gehen hier in Public Game Object. Das Ding nennen wir Anzeige. Wir machen hier stattdessen keinen, sondern hier einen GUI Texture raus. Das ist irgendwie treffender, wir können es nämlich direkt zuordnen. Wenn wir jetzt nämlich hier reingehen, bei Spielfeld, dann setzt er uns hier gleich was vor und dann müssen wir nämlich eine feste Auswahl treffen. Da ziehe ich jetzt einfach unsere Anzeige rein. Und dann akzeptiert er auch wirklich nur eine GUI Texture. So, und jetzt können wir hier bei jedem Spieler an der Reihe auf das Anzeigeobjekt zugreifen und dann auf, na, wo ist es? GUI Texture ist nicht das Richtige eigentlich. Nein, ist ganz und gar nicht das Richtige. Genau, Texture ist das Richtige. Den können wir dann auswählen und dem es einfach zuweisen. Die Frage ist nur was. Dafür stellen wir ganz einfach nochmal zwei Public Texture 2D und nehmen hier einerseits die X-Textur und die Texture 2D, die O-Textur. Und die weisen wir dann abwechselnd zu. Das heißt, Spielfeld.Spieler an der Reihe. Fragezeichen ist gleich 0. Fragezeichen. Dann kommt X-Textur rein. Ansonsten O-Textur. So, die müssen wir natürlich noch zuordnen. Das machen wir hier. Und dann nehmen wir einerseits die. Na, wo ist sie? Das ist jetzt X. Und das ist O. Das Ganze applyen wir nochmal schnell. Starten wir und testen. Jetzt hat es hier gewechselt, jetzt ist das Kreis dran. Jetzt wieder X dran. Und so geht das immer weiter. Wir können nochmal testen, was passiert, wenn das Spiel zu Ende ist. Dann steht das da immer noch da und setzt sich automatisch auf X zurück. Und dann geht's weiter. Ja, ist doch ziemlich simpel eigentlich. Kleinigkeit wollte ich jetzt noch testen. Ich habe nämlich eine böse Vermutung. Und zwar erscheint jetzt der Neustartknopf nicht mehr. Die Ursache dazu ist nämlich ziemlich einfach eigentlich. Und zwar
weisen wir es hier direkt zu. Und das ist klar, dass es das nicht klappen kann. Wir nehmen das hier nochmal raus und setzen das auf None. Und stattdessen ich habe eine Idee. Und zwar können wir auf unser Spielfeld zugreifen, dann auf getComponent. Hier können wir jetzt den Typen definieren und zwar nehmen wir jetzt nämlich unser Spielfeldskript dran. Class Spielfeld. Und da nehmen wir jetzt den Neustartknopf und nehmen gleich this.gameObject. So dürfte es dann funktionieren. Hier weisen wir das wieder zu, wie wir es schon vorher gemacht haben. Nehmen in der Szene den Neustartknopf. Apply. Und dann dürfte das auch funktionieren. Wir machen jetzt einen finalen Test. Wir wählen hier aus, wir wählen da aus, wir wählen hier aus, wir wählen da aus und gewinnen. Und es gibt eine Null Referenz Exception nicht. Weil wir. Sorry, ich bin jetzt wirklich leicht durcheinander. Das war auch klar, dass das nicht klappen kann. Okay. Ganz ruhig, Nico. Ich mache gleich auch wirklich eine Aufnahmepause, weil ich merke schon, ich bin nicht mehr so gut im Aufnehmen gerade derzeit. Ich habe auch eine lange Pause gemacht, das darf man nicht vergessen. So, jetzt zeigt er hier den Neustartknopf an. Ich klicke rauf. Das Spiel fängt von vorne an. Ich mache wieder eine neue Gewinnreihe. Und klicke auf Neustart. Ja, so geht das. Wir haben also noch einen Fehler aus der letzten Folge behoben und das Ganze perfektioniert. Das, was noch nicht so schön ist, ist die Anzeige. Und zwar finde ich die noch sehr unfein platziert. Kann man das hier im Game sehen? Können wir. Ich mache die auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Da muss man natürlich noch sehen, dass es mit den anderen Monitoren passt. Und vielleicht schiebe ich die wirklich nach links oder nach rechts. Oder ich lasse sie so. Ich lasse sie jetzt einfach mal so. Ja, das stört sie jetzt nicht. Trotzdem ist das nicht die schönste Lösung, aber ich denke, das reicht fürs Erste. Danke, dass ihr dieser Folge zugesehen habt. Beim nächsten Mal setzen wir noch die Sounds rein und dann sind wir auch schon bei der letzten Folge. Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gehen würdet. So kann ich sehen, ob euch das gefallen hat. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder so habt, schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch. Tschüss!